ein Video der Berufsschule 7. Wir sind wieder im Bereich der Programmierung und ich habe mir heute mal das Thema Rekursion ausgesucht. Das ist für den einen oder anderen Programmierer so ein bisschen Angstthema, weil es auf den ersten Blick kompliziert wirkt. Und genau da möchte ich heute ein bisschen gegen anstinken, sodass man eben sieht, dass die ganze Sache doch nicht so kompliziert ist. Ich werde das Ganze anhand von zwei verschiedenen Beispielen, nee, eigentlich von drei verschiedenen Beispielen bringen. Wobei eins davon ja zwar rekursiv gelöst wird, aber in der Praxis ich es niemals rekursiv lösen würde. Aber da kommt man dann gleich drauf. So, ja, lassen wir uns gleich loslegen. Und zwar dieses Beispiel, das ich hier ja erstmal rekursiv löse, wobei das nicht die schlauste Idee ist, ist die Fakultät. Also wenn man irgendwo ein Buch aufschlägt zum Thema Rekursion, wird man eben die Fakultät finden. Der Grund ist schlichtweg der, es ist sehr einfach nachvollziehbar. So, was ist Fakultät für die, die es nicht wissen? Wenn ich beispielsweise von der Zahl 4 die Fakultät nehme, ist die Rechenregel wie folgt. Ich beginne mit der 1 und sage, okay, das ist mein Startwert und ich multipliziere sie mit 1. Diesen Wert nehme ich und danach multipliziere ich das Ergebnis mit der 2. Und das ist dann die 2. Und dieses Ergebnis multipliziere ich mit der 3. Das ist die 6. Und dann multipliziere ich das Ergebnis mit der 4 und das ist die 24. Also 4 Fakultät ist gleich 24. Das wäre das Ergebnis. Das heißt, die Fakultät ist nichts anderes wie, ich sage, 1 mal 1 mal 2 mal 3 mal 4. Ich beginne deswegen mit der 1, weil die Fakultät von 0 als 1 definiert ist. So, in Summe sieht es die Berechnungsformel jetzt so aus, also 1 mal 1 mal 2 mal 3 mal 4 für die Fakultät 4. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie das von einem Programm berechnet wird, das das Ganze iterativ löst, dann beginnen wir hier mit der 1, das ist streng genommen eben die Fakultät von 0. Und in der Schleife sage ich, solange meine Zahl größer 0 ist, in dem Fall wäre der Parameter die 4, von der möchte ich ja die Fakultät berechnen, mache weiter. Das heißt, streng genommen implementiere ich jetzt nicht 1 mal 1 mal 2 mal 3 mal 4, sondern 1 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Ich drehe das einfach um, weil ich mir da einfach eine Zuweisung spare. Das ist einfach schneller. So, also solange die Zahl in der Zahl noch was drin ist, mache weiter und in der Schleife reduziere ich die Zahl um 1. Das heißt, im ersten Durchlauf habe ich die 4. Und dann multipliziere ich die eben immer weiter drauf auf das Result, das ja anfangs 1 ist. Dann mache ich eben nichts anderes, wie ich vorhin schon gesagt habe. 1 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Dann wäre die Number auf Null oder auf 0 und dann würde ich mein Ergebnis zurückgeben. Die rekursive Lösung sehen wir jetzt hier. So, also einleitend muss ich sagen, eine Rekursion ist erstmal eine Möglichkeit, eine Iteration auf eine andere Art und Weise abzubilden. Das sehen wir dann gleich, wie das eigentlich funktioniert. Das heißt, dadurch, dass ich den gleichen Algorithmus umsetze, halt indem ich diese While-Schleife anders realisiere, müssten eigentlich die wesentlichen Elemente meines iterativen Ansatzes im Rekursiven auch drin sein. Wir finden hier eine Variable, die mit 1 initialisiert wird. Okay, soweit, so gut, das passt schon mal. Dann haben wir auch den Vergleich auf größer 0, das passt auch. Ich habe hier scheinbar meine Abbruchbedingung nicht in einer While drin, sondern eben in einer Verzweigung. Dann finden wir natürlich die Multiplikation wieder. Ja? Das heißt, ich multipliziere hier meine Zahl. Und wir finden hier auch die Reduktion. So, aber es gibt ein paar Unterschiede. Der wesentliche Unterschied ist, dass ich hier die Rekursion habe. Und eine Rekursion ist nichts anderes, wie dass sich eine Funktion selbst aufruft. Ja, also ich sehe hier unten, der Result ist gleich Number mal Factorial von Number minus 1. Da steckt jetzt relativ viel drin in dieser Zeile. Punkt 1, die Funktion ruft sich selbst auf. Punkt 2, sie reduziert die Number, also da wo ich mit 4 sozusagen einsteige in meinen Aufruf, um 1. Das heißt, die zweite Ausführung meines Factorials wird jetzt nicht mit der 4, sondern mit der 3 ausgeführt werden.
Ja. Und dann gehe ich hier weiter im nächsten Durchlauf. Wäre es dann die 2, dann die 1, dann die 0 und dann sehen wir, haben wir unsere Abbruchbedingungen. Gut, sehen wir uns das jetzt aber mal etwas genauer an. Das wäre jetzt meine Lösung. Und was ich jetzt hier noch reingebaut habe, damit wir ein bisschen besser sehen, was da eigentlich passiert, habe ich jetzt hier noch eine zentrale Variable, die mir die Anzahl der Aufrufe trackt. Die habe ich jetzt einfach Call genannt. Und wenn ich jetzt das aufrufe, meine initiale Aufruf ist mit der Zahl 4, weil wir wollen die Fakultät von 4 berechnen. Und die gebe ich dann auch gleich aus. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist, bevor meine Funktion Factorial startet, gebe ich eine kleine Ausgabe aus. Und zwar Start meines Aufrufs und dort habe ich jetzt in der Zeile drüber einfach meinen Call-Zähler einfach übernommen. Ja, das heißt, mein Call startet mit 0, in der Zeile drüber erhöhe ich den um 1 auf 1 eben, speichere die Variable in Aufruf und gebe sie einfach aus. Und am Ende gebe ich es entsprechend auch nochmal aus. Das heißt, ich kann jetzt eben sehen, auf dem Bildschirm, wann welcher Aufruf stattgefunden hat. Gucken wir es mal im Lauf an. Das heißt, ich starte jetzt mal im Programm und wir sehen jetzt hier, ich habe die Aufrufe, Aufruf 1, Aufruf 2, Aufruf 3, 4, 5. Das heißt, die Funktion Factorial wird fünfmal aufgerufen und nachdem sie fünfmal aufgerufen wird, wird sie auch wieder fünfmal beendet. Und das müssen wir jetzt nochmal genauer analysieren. Wir haben jetzt hier diese Aufrufe, also diese Zahlen, einfach mal abgelegt. Und ich würde jetzt gerne in so eine Art Pseudo-Schreibtisch-Test mal prüfen, wie die inneren Variablen sich verhalten. Also schreibe ich sie hier hin. Meine Call. Gut, Call ist jetzt keine Variable der Funktion selbst oder der Methode, sondern eine Instanzvariable oder streng genommen eine statische Klassenvariable. Aber die möchte ich auf jeden Fall auch tracken. Dann haben wir die Variable Number, also die als Parameter übergeben wird. Dann die Aufrufvariable, das ist das, was ich sozusagen dann übernehme und dann später ausgebe. Und das Ergebnis, das mit über Return zurückgegeben wird. Das wäre jetzt sozusagen der innere Zustand meiner Funktion Factorial. Ich beginne das Ganze, indem ich meine globale Variable Call auf 0 setze und dann meine Funktion Factorial aufrufe, und zwar mit der Zahl 4. So, jetzt gehe ich in die nächste Zeile. Dort erhöhe ich jetzt meine Call-Variable um 1 und übernehme das Ergebnis in meiner Variable Aufruf. So, dann wird diese 1 ausgegeben, die wir vorher am Bildschirm gesehen haben. Das Result wird auf 1 gesetzt. Und jetzt prüfe ich, ob die Zahl Number größer 0 ist. Ja, das ist sie. Also gehe ich in den Rumpf meiner Verzweigung rein. Und jetzt sage ich, Result ist gleich Number. Das sind alles Werte, die wir haben. Aber jetzt kommt der nächste Aufruf. Das heißt, hier passiert jetzt der rekursive Aufruf. Und das Spannende ist jetzt, dass innerhalb von, in dem Fall ist meiner Java Runtime Umgebung, diese Funktion oder diese Methode Factorial, die ja jetzt aktuell im Stack liegt, nochmal in den Stack reinkopiert wird. Das heißt, ich habe jetzt einen zweiten Aufruf. Den habe ich jetzt in einer anderen Farbe markiert. Und der übergebene Wert ist ja jetzt nicht mehr die 4, sondern die 3. Wir haben ja bei dem rekursiven Aufruf die Nummer um 1 reduziert. Jetzt wird die Variable Aufruf übernommen, indem ich vorher meinen Call erhöhe. Das heißt, ich bin jetzt im Aufruf 2. Der wird ausgegeben. Die Result-Variable wird auf 1 initialisiert. Meine Number, in der ja aktuell die 3 drin steht, ist größer 0, also gehe ich in den Rumpf rein und habe den nächsten rekursiven Aufruf. Also sind wir jetzt hier drin. Diesmal blau. Der Wert ist jetzt weiter reduziert von Number von 3 auf 2.
Ich erhöhe mein Call, übernehme das in meine Aufrufvariable, die hat jetzt 3. Das gebe ich auch aus. Result wird wieder initialisiert. Number ist wieder größer 0. Ich habe meinen rekursiven Aufruf. Number wird um 1 reduziert. Und ich bin jetzt auf der nächsten Ebene. Inzwischen ist in der Number die 1 drin. Wir erhöhen wieder, übernehmen den Aufruf auf die 4, geben das aus, initialisieren Result auf 1 und dann passiert der rekursive Aufruf wieder. Nächster Aufruf. Ich habe jetzt hier meine Number auf 0 inzwischen. Aufruf wird übernommen, indem Call erhöht wird. Also haben wir jetzt die 5, die ausgegeben wird. Result wird auf 1 initialisiert. Und jetzt habe ich hier ein False. Das heißt, jetzt bricht der rekursive Aufruf ab. Und das ist ganz wichtig bei Rekursionen, weil wenn diese Prüfung nicht stattfinden würde, dann würde sozusagen die Funktion sich unendlich oft aufrufen wollen und wird irgendwann scheitern, weil der Stack voll ist. Und das wäre dann tatsächlich ein Stack Overflow Error. Okay, das heißt, ich gehe nicht in den Rumpf rein. Ich bin jetzt bei der Endausgabe. Hier wird die Variable 5, die Aufrufvariable 5, ausgegeben. Und das Ergebnis ist ja jetzt die 1. Ja, das ist das, was wir ja initialisiert haben in die Result-Variable. Und die wird über Return zurückgegeben. Und zwar genau hier rein. Ja, das ist der Rückgabewert. Ist ja genau das, was von Factorial mit dieser Number minus 1 mit diesem Aufruf zurückgegeben wurde. Das heißt, der Aufruf wird zum Wert 1. Und dadurch habe ich jetzt die Rechnung, Result ist gleich Number mal Factorial mal Number minus, von Number minus 1. Und dort stand ja die 1 drin. Okay, das heißt, das Result ist nichts anderes wie 1 mal 1 ist wieder 1. Jetzt wird ausgegeben und mein Return Result Wert ist jetzt die 1, das ist das, was wir berechnet haben. Diese 1 wird jetzt hier eingesetzt und meine Rechnung für Result ist jetzt Number, das war hier in der blauen Situation die Zahl 2, mal das, was zurückgegeben wird, das war die 1. Das heißt, in meinem Result steht jetzt einmal 2 drin, das ist die 2. Das Ganze wird jetzt weitergearbeitet. Das heißt, ich bin jetzt bei der Ausgabe von Aufruf, das war die 3, das sehen wir jetzt auf dem Bildschirm. Und das Result von 2 wird zurückgegeben. Dieser Aufruf wird zur 2, also ist die Berechnung, Result ist gleich Number, im gelben Bereich ist die Number ja 3, 3 mal 2 ergibt dann 6 im Result. Die Aufruf-ID 2 wird ausgegeben und die 6 wird über Return an den Aufrufer gegeben. Das heißt, dieser Bereich wird jetzt durch die 6 ersetzt. Die Rechnung heißt jetzt Number, das ist die 4 im roten Aufruf, 4 mal 6. Das ist die 24. Aufruf-ID 1 wird ausgegeben, Result wird zurückgegeben. Und das Result ist jetzt an dem Fall die 24, weil das ja der initiale Aufruf war mit Number ursprünglich gleich 4. Und damit haben wir eben auch die richtige Fakultät berechnet. Das heißt jetzt in der Konsequenz, dass diese Zahlen hier, diese ganzen Variablen, die lokalen Variablen meiner Methode Factorial, die müssen fünfmal im Speicher existieren, weil wir haben ja fünfmal die Variablen eben mit unterschiedlichen Werten belegt. Das bedeutet auch, dass diese Methode fünfmal im Stack liegen muss. Ja, ich habe es vorhin ja schon erwähnt. Es ist hier sozusagen die Begründung, fünfmal muss diese Methode tatsächlich im Stack liegen. Und das ist tatsächlich so, dass ich hier die Main-Methode habe. Der initiale Aufruf liegt dann eben auf der Main-Methode. Und die ganzen rekursiven Aufrufe liegen dann hier drauf. So sieht der Stack tatsächlich für die Fakultät von 4
bei eben der rekursiven Lösung aus. An diesem sehr, sehr einfachen rekursiven Beispiel der Fakultät können wir jetzt aber auch schon die wichtigsten Eigenschaften von Rekursion festlegen. Als allerwichtigste können wir festhalten, eine Funktion, die sich selbst aufruft, ist eine Rekursion. Ja, also ein rekursiver Aufruf ist dann, wenn die Funktion sich selbst aufruft. Dabei brauchen wir irgendeine limitierende Bedingung, damit diese Aufrufe auch wirklich abbrechen. Also wenn es keinen Abbruch dieses Selbstaufrufes gibt, dann läuft es eben, bis der Speicher voll ist und dann stürzt unser Programm ab. Die Funktionsvariablen und die Funktionen liegen im Stack. Das heißt, die türmen sich jetzt hier auf und das bedeutet, dass ich relativ viele Ressourcen brauche, weil ja, das durchaus jeder Funktionsaufruf eben ein Stück von meinem freien Speicher wegnimmt. So. Und Rekursionen können meist Iterationen oder durch Iterationen ersetzt werden. Und jetzt muss ich hier noch ein bisschen einhaken. Leute, die rein funktionale Programmiersprachen nutzen, die würden diesen Satz genau andersrum lesen. Die würden sagen, ja, eine Rekursion ersetzt eine Iteration. Das ist einfach eine Frage der Programmierphilosophie. Es ist so, dadurch, dass eine Rekursion sehr ressourcenintensiv ist und wirklich ressourcenintensiver als Iteration. Und das ist in gewissen Grenzen Performance, aber auf jeden Fall auch Speicher, möchte man eigentlich, wenn es geht, mit Iterationen arbeiten, wenn wir nicht von funktionalen Programmiersprachen sprechen. Und deswegen habe ich den Satz genau so rumgesprochen, aber er funktioniert in beide Richtungen. So, und warum mache ich jetzt überhaupt Rekursion? Ja, weil sie meistens eleganter zu programmieren sind. Das werden wir jetzt dann uns gleich mal anschauen bei unserem Fakultätsbeispiel. Ich brauche meist weniger Code. Bei Fakultät ist es nicht ganz so schlimm, aber bei einem anderen Beispiel, was wir dann gleich sehen werden, kann man dann durchaus mal im Internet googeln. Da haben ein paar Leute versucht, das Ganze eben nicht rekursiv, sondern iterativ zu lösen. Da kommen Monster-Codes raus, aber das nur nebenbei. Also wichtig ist erstmal, was wir im Hinterkopf halten müssen. Rekursion benötigen meistens, wenn es ein angepasstes Problem ist, weniger Code. Schauen wir uns dazu mal unseren Fakultätscode nochmal an. Diese drei Elemente oder Anweisungen habe ich nur für die Erläuterung, für die Ausgaben gemacht. Das heißt, die können wir rausschmeißen. Und das wäre jetzt der Code. Den werden wir gleich nochmal gegen die iterative Lösung halten. Aber vorher müssen wir noch eine Sache kurz klären. Wir haben hier unseren rekursiven Aufruf und wir haben ja gesehen, dass dieser rekursive Aufruf dazu führt, dass bevor dieser rote Code ausgeführt wird, die nächste Ebene in meinem Stack gebildet wird. Ja, dieser rekursive Aufruf hatte dazu geführt, dass eben eine weitere Instanz dieser Funktion, wenn man es so nennen möchte, entsteht und die im Stack liegt. Und dieser Code muss warten. Und das ist der Grund, warum der erste Aufruf, der initiale Aufruf oder der Elternaufruf, wie auch immer man das bezeichnen möchte, im Stack bleiben muss. Das heißt, wenn jetzt kein Code in diesem ersten Aufruf, der dann den Kindaufruf tätigt, mehr warten müsste, dann müsste ich streng genommen meinen Stack nicht vorhalten, weil warum sollte ich das tun, wenn die Funktion am Ende wäre? Und das Ganze kann man so lösen, dass man den Aufruf als allerletztes von der Funktion durchführt. Das habe ich genau hier. Das heißt, nach Return Number mal Factorial muss ich streng genommen nicht warten. Und es gibt, ja, man nennt das eine sogenannte Endrekursion. Und hier geht es eben darum, dass man den Speicherbedarf im Stack reduziert. Und das Ganze funktioniert aber nur dann, wenn der Compiler oder der Interpreter dieses Konzept der Endrekursion überhaupt unterstützt. Und ich mag falsch informiert sein, aber es gibt nicht sehr viele Programmiersprachen, die wirklich das Thema Endrekursion effektiv unterstützen.
Und das bedeutet, dass ich bei Rekursionen in aller Regel tatsächlich mein Speicherproblem habe, dass die ganzen Funktionen wirklich im Stack sich übereinander stapeln. Aber dass man den Begriff Endrekursion mal gehört hat, und die Idee ist, wie gesagt, dass man nicht möchte, dass im Aufruf der Wert gespeichert werden oder durch den rekursiven Aufruf der Stack-Bereich von der aufrufenden Funktion noch gespeichert werden muss, sondern dass der streng genommen einfach aufgegeben werden kann. Und das erreicht man eben dadurch, dass am Ende der Funktion erst dieser rekursive Aufruf durchgeführt wird. So, und jetzt vergleichen wir das nochmal. Das war die rekursive Version und das war die iterative Version. Ja, und wir sehen schon, iterativ ist ein bisschen schlanker. Ich könnte die Zeile Number minus minus noch reduzieren, indem ich einfach dieses Dekrement einfach etwas eine Zeile höher hinterlege. Dann würde es auch ein bisschen schlanker sein. Ja, aber wir sehen schon, es ist weniger. Und noch eine wichtige Sache. Es gibt tatsächlich in dieser rekursiven Lösung von meiner Fakultät keine Zuweisung mehr. Ja, es gibt keine Variable, die zugewiesen wird. Und das ist das, was auch die funktionalen Programmierer eigentlich erreichen wollen. Keine Statusänderung von irgendwelchen Variablen. Und das würden wir hier mit dieser Rekursion realisieren. Wir sehen hier kein ist gleich mehr. Aber das nur am Rande. Wichtig ist mir jetzt, dass man das einmal wirklich komplett durchgegangen ist, komplett verstanden hat. Und da haben wir jetzt eben ein Beispiel für eine rekursive Struktur. So, diese Fakultät ist jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht das beste Beispiel zu sagen, ja, hier nutzen wir Rekursion. Wie gesagt, wir sehen es ja hier, wir können das eigentlich in ähnlicher Weise iterativ lösen mit sehr viel weniger Ressourcenverbrauch. Aber es gibt Situationen, da ist die Rekursion sehr, sehr, sehr praktisch. Und das möchte ich am Beispiel einer Baumstruktur mal erklären. Ich habe mir jetzt einfach eine Struktur überlegt. Ich habe hier irgendeinen Root-Ordner, einen Referenzordner, egal wie ich den nenne. Und dann gibt es hier einen Unterordner. In dem Unterordner habe ich jetzt ein File platziert und der Unterordner hat weitere Unterordner oder einen weiteren Unterordner, der hat auch ein File, der hat wieder einen Unterordner. Und so kann ich jetzt lustig irgendeine Baumstruktur definieren. Ich habe auch jetzt mit Ordner 4 einen leeren Ordner und dann gibt es hier noch ein paar Ordner. Und so habe ich jetzt einfach mal sechs Files irgendwie lustig in einer Baumstruktur hinterlegt. Und ich hätte jetzt gern Folgendes erreicht. Ich würde gerne alle Files finden. Also nicht die Ordner, sondern alle Files, die aber in einer beliebigen Tiefe in meiner Baumstruktur liegen. Jetzt gehe ich mal ganz naiv vor und gucke mir mal das vorderste Ding an und sage, bist du eigentlich ein Ordner? Ja. Wenn es kein Ordner wäre, nein, dann müsste ich den Namen ausgeben. Ja, aber wir sehen ja hier, das ist ein Ordner, ja. Also muss ich jetzt auf dieses Kind-Element oder auf alle Kind-Elemente gehen, weil ich möchte jetzt hier eben gucken, ob unter diesem Root-Ordner vielleicht Files liegen oder andere Ordner. Also wiederhole ich etwas für die Kind-Elemente und was? Eigentlich die Frage, bist du ein Ordner? Ja? Und wenn nein, dann gebe ich den Namen aus. Wenn ja, dann muss ich wieder alle Kind-Elemente anschauen. Das erste Kind-Element wäre jetzt ein File, also würde ich jetzt hier das erste Mal tatsächlich einen Namen ausgeben und zwar f1.txt. Jetzt geht es weiter auf Ordner 2, das ist wieder ein Unterordner und jetzt müsste ich wieder für alle Kind-Elemente das ausführen. Und dort wieder für alle Kind-Elemente. Wir sehen, wir haben so eine, das spiegelt sich so ein bisschen nach innen rein, wie so ein Endlosspiegel. Und wie wir sehen, ist das, was hier innen liegt, nichts anderes wie das, was außen liegt. Also könnte ich auch anstatt diese Fragestellung, ob er ein Ordner ist oder nicht, wieder durch die eigene Funktion realisieren, indem ich einfach hier einen rekursiven Aufruf mache. Das wäre jetzt die Struktur, wo ich sagen kann, ja, ich habe eine wiederholende Struktur und immer wenn sich was wiederholt, dann kann ich das Ganze auch rekursiv lösen. Also, ich rufe jetzt hier einfach für alle Kind-Elemente wieder die gleiche Funktion auf. Wenn
Wenn du wenn du ein Ordner bist, dann gehe ich wieder auf Dateisuche und frage wieder, für alle Kinder bist du ein Ordner und so weiter und so fort. Gucken wir uns das mal als Code an. Schauen wir mal, ob wir alles wiederfinden. Wir haben hier den Aufruf, also die Signatur, Dateisuche mit dem Parameter, irgendwie ein File-Element. Ich habe es eben der Struktur oder im Struktogramm Elternelement genannt. Oben habe ich es einfach mal nur Element getauft. Dann prüfen wir, ob es ein Directory ist. Das ist die stinknormale Funktion oder Methode des File-Objektes Element. Ist Directory? Wenn ja, dann ist es ein Directory. Wenn nein, ist es ein File. Jetzt gehe ich hier für alle Kind-Elemente durch. Das ist eine For-Each-Schleife, indem ich einfach alle Kind-Files von dem Eltern-File, das ja hier an der Stelle offensichtlich ein Directory sein muss, durchiteriere. Hier ist jetzt der rekursive Aufruf. Ich rufe im Prinzip einfach auf, dass ich pro Kind-Element die eigentliche Funktion nochmal nutze. Und der Else-Zweig ist einfach nur, gib mir den Namen meines Files aus, weil ich weiß, es ist kein Directory, also gehe ich davon aus, dass es ein File ist. So, dann kauen wir das mal durch. Wir sind hier und übergeben als File das Root-Element. Dann prüfen wir, ist es ein Directory? Ja, es ist ein Directory. Also gehen wir durch alle Kind-Elemente durch. Ja, wir rufen rekursiv auf mit dem ersten Kind-Element. Und das ist Ordner 1. Ja? Dann gehen wir wieder durch die Kind-Elemente durch. Das erste ist kein Directory. Also sagen wir System-Out-Print-Line Element getName. Okay, wunderbar. Das heißt, wir müssen jetzt F1 als erstes File dastehen haben. Jetzt wird das zweite Kind-Element geprüft. Das ist ein Directory, also nächster rekursiver Aufruf. Und zwar mit dem ersten Kind. Das ist kein Directory, also Ausgabe. Die nächste Ausgabe wäre jetzt hier F2. Nächstes Kind-Element von Ordner 2 wäre Ordner 3. Das ist wieder ein Directory, also wieder rekursiver Aufruf. Alle Kind-Elemente. Das erste Kind-Element ist ein File, also Ausgabe F3. Zweites Kind-Element ist wieder ein File, Ausgabe F4. So, jetzt haben sowohl Ordner 3 als auch Ordner 2 keine Kind-Elemente mehr, also gehen wir wieder zurück auf Ordner 1. Der prüft das Ordner 4, der hat keine Kind-Elemente, also gehen wir zurück auf den Root-Ordner. Ordner 5 hat ein Kind-Element, Ordner 6 hat zwei Kind-Elemente, erstes ist wieder File, Ausgabe F5 und dann Ausgabe F6. So, das heißt, wir erwarten jetzt, wenn wir das Ding laufen lassen, tatsächlich untereinander F1, 2, 3, 4, 5 und 6. Also rufen den Kram mal auf und sehen tatsächlich in genau der Reihenfolge, wie wir es vorher gesehen haben, wird das Ganze ausgegeben. Und das ist aus meiner Sicht die einzig sinnvolle Art und Weise, durch einen Baum zu gehen. Wir sehen, das ist ganz, ganz wenig Code. Und wirklich sehr, sehr effektiv. Das heißt, wenn man in irgendeiner Form durch irgendeine File-Struktur oder eine XML-Struktur oder irgendwelche Baumstrukturen gehen, dann ist das der beste Weg. So, ja, das ist auf jeden Fall mal aus meiner Sicht einer der wichtigsten Use Cases. Aber es gibt noch einen zweiten und den möchte ich hier auch nicht verschweigen. Hier handelt es sich um den Sortieralgorithmus Quicksort. Quicksort ist mit einer der schnellsten Algorithmen, die wir programmieren können. Und hier geht es im Prinzip darum, dass wir von der Grundidee uns eine Zahl aussuchen. Also wir haben jetzt hier ein Array von 10 verschiedenen Werten. Und wir picken uns jetzt hier einen beliebigen Wert raus und man macht das meistens mit einem Randwert. Da ist es am einfachsten zu programmieren. Ich nehme jetzt einfach den rechten Rand, das ist das Übliche. Und ich möchte jetzt einfach gucken, an welcher Position muss diese 4 eigentlich stehen. Und dabei versuche ich bei dieser Suche zu garantieren, dass alles, was links von der
der Position, der korrekten Position der 4 ist, garantiert kleiner und alles, was rechts von der 4 ist, wirklich größer ist. Also diese 4, diese Referenzzahl, die hat hier eine ganz, ganz zentrale Bedeutung und die hat auch einen eigenen Namen bekommen. Das ist das Pivot-Element. So, also ich habe jetzt hier an der rechten Seite das Pivot-Element bestimmt, das ist die 4. Und jetzt gucke ich mal von links, ob hier eine Zahl steht, die vielleicht zu groß ist. Und tatsächlich, die 9 ist jetzt größer und hier, um das Ganze wirklich sauber terminieren zu lassen, prüfen gegen größer gleich, liegt auch daran, dass man den Algorithmus für überschneidende Zahlen verwenden kann oder verwenden können sollte. Also ich habe ja hier nur eindeutige Zahlen, also die 9 kommt nur einmal vor, die 10 kommt nur einmal vor und wenn eine Zahl doppelt vorkommen würde, dann muss das eben auch funktionieren. So, wir haben jetzt festgestellt, ja, die 9 ist größer gleich die 4. Das heißt, die sollte nicht links stehen, die sollte eigentlich rechts von der 4 stehen. Also merken wir uns die mal. So, jetzt gehen wir von der anderen Seite. Und wir prüfen jetzt, ist das, was hier steht, kleiner als die 4? Also steht es sozusagen fälschlicherweise auf der rechten Seite. Und für die 5 kann man sagen, nö, das passt. Die 5 sollte eigentlich tatsächlich rechts neben der 4 stehen. 3 ist es anders. Die 3 ist kleiner als die 4 und sollte nicht auf der rechten Seite stehen. Das heißt, wir merken uns jetzt hier auch mal die 3. Und als nächstes tauschen wir einfach die 3 und die 9 aus. So, jetzt kann ich sicher sagen, ja, die 3 steht auf der richtigen Seite, nämlich links von der 4, und die 9 steht auf der richtigen Seite, nämlich rechts von der 4. Jetzt geht's weiter. Wir prüfen jetzt quasi auf der linken Seite, ob die 1 größer gleich der 4 ist. Also ist die 1 fälschlicherweise auf der linken Seite? Und die Antwort ist nö, die 1 ist da ganz gut. Also geht es weiter. Ist die 6 größer gleich 4? Ja, die 6 sollte nicht auf der linken Seite von der 4 stehen, sondern auf der rechten. Also können wir jetzt wieder mit dem nicht ausgefüllten Pfeil weitermachen. Also, Frage, ist die 10 kleiner als die 4? Nö, also 10 steht auf der richtigen Seite. Die 2 wiederum, die ist kleiner als die 4. Das bedeutet, 2 sollte eher links stehen, nicht rechts. Also merken wir uns die 2 und tauschen wieder die 6 und die 2 aus. So, jetzt geht es wieder mit dem ausgefüllten Pfeil weiter. Ist die 8 größer gleich die 4? Ja, also steht sie falsch. Ist die 7 kleiner 4? Nein, die steht richtig. Und jetzt stehen beide Pfeile übereinander. Das heißt, jetzt haben wir streng genommen die Position gefunden, wo die 4 eigentlich stehen muss. Ja? So, jetzt prüfen wir noch, ob es könnte auch sein, dass hier an der Stelle die 4 jetzt statt der 8 stehen würde. Und nö, die ist zu groß, also muss die 8 rechts rüber und die 4 wird genau hierhin platziert. Das heißt, ich weiß jetzt hundertprozentig sicher, dass die 4 an der richtigen Stelle steht. Alle Elemente, die links von der 4 stehen, sind garantiert kleiner als die 4. Und alle Elemente, die rechts von der 4 stehen, sind garantiert größer als die 4. So, und das hat jetzt einen ganz entscheidenden Vorteil. Ich kann diese beiden Gruppen, die links und rechts von der 4 stehen, jetzt getrennt voneinander weiter behandeln. Das heißt, ich könnte theoretisch sogar parallel arbeiten. Ich könnte das jetzt parallelisieren. Das würde das zwar den rekursiven Aufruf, den wir uns dann später anschauen, ein bisschen verkomplizieren, aber theoretisch würde es gehen. Ich könnte jetzt die linke und die rechte Seite an einen eigenen Prozessor geben. Gut, jetzt gucken wir uns erstmal die linke Seite an. Hier sehen wir schon, dass die 3 und die 1 jeweils falsch stehen. Ja, die 3 steht links, die sollte aber rechts von der 2 stehen und bei der 1 ist es genau andersrum. Gucken wir uns die rechte Seite an. Hier haben wir jetzt die 8. Die 8 steht, oder die 8 wird mit der 7 verglichen. Die 7 steht auf der richtigen Seite. Die 6 steht auf der richtigen Seite. Die
10 steht auf der falschen Seite. Das heißt, die 10 müsste eigentlich rechts von der 8 stehen. Also merken wir uns die 10. Die 5 würde jetzt, wir sind ja jetzt auf der rechten Seite, wir prüfen die rechte Hälfte, steht auch auf der falschen Seite. Die müsste eigentlich links von der 8 stehen. Also tauschen wir wieder. So, das heißt, ich habe jetzt die linke Seite getauscht, also die linke Gruppe, und bei der rechten habe ich auch weiter getauscht. So, jetzt können wir links wieder weitermachen. Wir sind jetzt hier wieder mit beiden Pfeilen übereinander und die 3 ist größer als die 2, also müsste ich hier tauschen. Guck mal nochmal kurz die rechte Gruppe an. Die 9 steht auf der falschen Seite von der 8. Und jetzt würden wir hier auch mit beiden Pfeilen übereinander legen. Das heißt, wir können wieder an beiden, in beiden Hälften, also in beiden Teilmengen, jeweils den Tausch vornehmen. So, links bin ich jetzt soweit okay. Das heißt, ich muss jetzt mit der rechten, nur mit der rechten Gruppe weitermachen und die kann ich jetzt wieder in zwei Teile teilen. Ich beginne hier wieder mit der linken Teilmenge. Also ich vergleiche jetzt die 5 mit der 7. Das heißt, 7 steht auf der falschen Seite von der 5. Die müsste eigentlich rechts stehen. Jetzt gucke ich mir die rechte Teilmenge an. Die 6 steht richtig. Die muss tatsächlich rechts neben der 5 stehen. Das heißt, wir sind jetzt wieder mit beiden Pfeilen übereinander und jetzt gucken wir uns die rechte Gruppe an. Das sind nur zwei Elemente. Da bin ich sozusagen sofort mit beiden Pfeilen übereinander. Und ich sehe, dass eigentlich die 9 und die 10 getauscht werden müssen. Also haben wir wieder zwei Tauschvorgänge. Und schwupps, sind wir fertig sortiert. Gut, jetzt schauen wir uns das als Code mal an. Also, ich habe das Ganze jetzt Teilmenge genannt. Teilmenge ist genau die Funktionalität, die die Platzierung des Pivot-Elements auf die Mitte oder auf die richtige Position durchführen muss und damit eben auch klar macht, was die linke und die rechte neue Teilmenge sein sollen. Deswegen gibt es auch einen Return-Wert von Typ Integer und Integer ist schlichtweg die Position, an der wir jetzt die neuen beiden Teilmengen identifizieren können. Als Parameter habe ich jetzt einmal das Array. Ich habe es wieder durcheinander gewürfelt, wie vorhin auch. Das heißt, das geht jetzt rein. Das Array ist durchnummeriert. Und ich beginne am Anfang mit der linken Position zu sortieren, also mit der 0. Das soll meine linke Grenze sein. Und die rechte Grenze ist jetzt einfach ganz der rechteste Punkt. So, das heißt, ich möchte jetzt die Position meines Pivot-Elementes in der Gesamtmenge feststellen. Das Pivot-Element ist jetzt das rechte Element. Die linke Position soll jetzt eben 0 sein, wird einfach nur 1 Zeilen übernommen. Und damit kann ich jetzt eben später dann den Wert, in dem Fall ist es ja die 9, prüfen. Und die rechte Position ist jetzt das Pivot-Element Position minus 1 und damit würde ich jetzt die 5 prüfen. So, das heißt, jetzt kann ich die 4 und die 5 und die 4 und die 9 entsprechend vergleichen. Jetzt kommt eine Schleife, die besagt nichts anderes wie, solange die Vergleichspfeile nicht übereinander liegen, also solange, weil ich lasse meine Pfeiler immer um einen Schritt springen. Und solange jetzt der linke wirklich links ist und der rechte rechts, sprich links kleiner rechts, solange mach einfach weiter. Dann habe ich eine weitere Schleife. Hier sage ich, wenn der linke Pfeil links neben oder auf dem rechten Pfeil liegt. Oder anders ausgedrückt, solange der linke Pfeil nicht rechts von dem rechten liegt. Das ist quasi einfach die stinknormale Bedingung, die ich brauche, damit ich eben hier nicht in dieser Schleife die äußere Schleife sozusagen aushebele. Ich möchte einfach sozusagen an der Stelle verhindern, dass die linke Seite quasi rechts von der Seite kommt. Aber das ist gleich, habe ich hier mit drin. Das wäre sozusagen diese Bedingung der Pfeilüberdeckung, die wir ja vorhin auch schon gesehen haben. Und das ist die eigentliche Bedingung. Ich möchte jetzt einfach mal gucken, ist das, was links steht, tatsächlich kleiner als der Pivot-Wert? Ja? Das heißt, solange du es an der richtigen Stelle ist, mach einfach weiter.
Wenn es aber nicht der Fall ist, dann ist genau dieser größere Gleichfall, den wir vorhin gesehen haben. Und dann möchte ich eben meinen Pfeil um 1 nach rechts schieben. Das heißt, an der Stelle haben wir jetzt einfach eine Bedingung geschaffen, wo wir einfach sagen, okay, ich schiebe das Ding so lange nach rechts, solange der Pfeil auf ein Element zeigt, das tatsächlich kleiner als mein Pivot-Element ist. Das ist eigentlich die Aussage. So, jetzt kümmern wir uns um die rechte Teilmenge. Hier habe ich wieder die Bedingung, dass der rechte Teil eben größer gleich meinem linken Teil ist, dass ich quasi meine Pfeile nicht übereinander laufen lasse oder über die Gleichheit hinauslaufen lasse. Und ich gucke einfach, ist denn das, was ich auf der rechten Seite, also wo mein rechter Pfeil hinzeigt, tatsächlich größer oder gleich meinem Pivotwert? Hier habe ich jetzt das gleich, um eben entsprechend die Wertüberschneidung eben auch darstellen zu können. Aber das sind jetzt Kleinigkeiten. So, das heißt, ich lasse ihn jetzt so lange laufen, bis ich einen Wert finde, der tatsächlich kleiner als mein Pivot-Wert wird und somit eben auf der falschen Seite von meiner 4 stehen würde. Ja, das heißt, rechter Wert größer gleich dem Pivot-Element. Und solange ich hier an der Stelle quasi die Werte sehe, die eben richtigerweise rechts stehen, mach einfach weiter, schiebe meinen Pfeil, diesen nicht ausgefüllten Pfeil nach links. So, jetzt habe ich zwei Treffer. Das heißt, ich habe jetzt zwei Werte identifiziert, die nicht auf der richtigen Stelle stehen. Also habe ich hier meinen Dreiertausch, indem ich einfach einen Wert in der Temp-Variable reinschreibe, dann den links mit dem rechts überschreibe und rechts einfach den Temp-Wert. Klassischer Dreiertausch der Informatik. So, jetzt habe ich den Tausch durchgeführt und jetzt geht's weiter. Ja, solange diese Bedingung nicht erfüllt ist oder solange sie erfüllt ist, geht es weiter. So, jetzt habe ich ein bisschen vorgespult, bis eben meine Pfeile tatsächlich übereinander liegen. Das heißt, an der Stelle bin ich jetzt sozusagen durch. Alles, was links der Position 3 ist, ist kleiner 4, als was rechts liegt, ist größer 4. So, das heißt, die Schleife bricht ab. Und ich prüfe jetzt, ob ich überhaupt tauschen soll. Ja? Also ich muss einfach sicherstellen, wenn das Pivot-Element nicht der größte Wert ist, ob ich auch hier sinnvoll tauschen kann. Und das habe ich hier. Das heißt, hier muss jetzt tatsächlich an die Position 3 die 4 reingetauscht werden. Also habe ich hier wieder meinen Dreiertausch. So, und jetzt kommt noch der Rückgabewert. Und hier gebe ich jetzt einfach die Teilungsposition für die nächsten Teilgruppen zurück. Ja? Also einfach die Position, wo ich sage, ja, ich weiß hundertprozentig, die 4 steht jetzt genau an der richtigen Position. So, jetzt habe ich meine linke und meine rechte Teilmenge. Und die kann ich jetzt wieder unabhängig voneinander verarbeiten. Und zwar genauso wie die ursprüngliche Menge auch. Ich muss nur gucken, dass mein Left Point auf der Position 0 ist und der Right Point auf der Position 2 für die linke Teilmenge und der Left Point für die rechte Teilmenge ist 4 und der Right ist 9. Ich das Ganze jetzt mal ausprobiere mit diesen Werten, dann habe ich meinen initialen Aufruf mit Quicksort. Also ich übergebe das Array, dann habe ich die linke Position ist die 0, die rechte Position ist die Länge minus 1, das wäre die Indexposition 9. Und jetzt gehe ich in den Quicksort rein. Ich prüfe noch, ob Left kleiner Right, ob ich sozusagen am Ende bin. Und jetzt wichtig, jetzt rufe ich hier meine Teilemenge-Funktion auf mit den entsprechenden Werten. Und was der mir zurückliefert, ist eben genau diese Position des Referenzpunktes und des Pivotpunktes. Und danach rufe ich für die linke Teilmenge mein Quicksort nochmal neu auf. Und für die rechte Teilmenge auch. Und damit läuft das Ding jetzt rekursiv durch. Mein Abbruch wäre, wenn jetzt wirklich die linke und
rechte Seite sich überschneiden. Das heißt, damit habe ich eben beide Mengen komplett abgearbeitet. Das könnte man jetzt noch ein bisschen optimieren, indem man genau diese Bedingungen noch bei den Quicksort-Aufrufen etwas genauer macht. Aber für unsere Zwecke ist es jetzt hier absolut ausreichend. So, jetzt haben wir die zwei wichtigsten Use Cases aus meiner Sicht für die Rekursion gesehen, also einmal die Baumstruktur und einmal diese Quicksort-Methodik. Und die Frage ist, gibt es andere Fälle? Also gibt es irgendwie so eine allgemeine Faustregel, wann ich denn wirklich Rekursion aufrufen soll? Und grundsätzlich mal, wenn ich Rekursion mache, dann muss auf jeden Fall mal der Code einfacher werden als bei der Iteration. Das war bei der Fakultät nicht der Fall, also würde ich Fakultät eher nicht als rekursiv nutzen. Dann, wenn wirklich Ressourcenverbrauch, also RAM-Ressourcen, ein echtes Issue sind, dann sollte man sich vielleicht tatsächlich die Mühe machen, diese Funktionalität iterativ aufzubauen. Wer Lust hat, kann sich mal im Internet, kann mal suchen, die iterative Umsetzung des Quicksorts. Das ist Code, den man nicht warten möchte. Ja? Also das ist schon etwas heftiger, aber wenn das wirklich ein Issue ist mit dem Ressourcenverbrauch, dann muss man halt diesen steinigen Weg gehen. Aber ansonsten würde ich dann lieber die Rekursion wählen. Dann natürlich, wenn das, was ich machen möchte, also die eigentliche streng genommene Funktionalität, wenn die wiederholbar ist. Und hier nochmal eine kleine Wiederholung. Wir haben ja bei der Fakultät gesagt, wir haben bei einer Zahl angefangen, dann haben wir sie in irgendeiner Form reduziert und haben sie immer weitergegeben an die gleiche Funktion. Und wichtig, auch hier nochmal zur Wiederholung, der ganze Weg wird natürlich wieder zurückgegangen, eben am Ende der einzelnen Teilfunktion oder der Rekursivfunktion Aufrufe, wenn die dann entsprechend terminieren, wird sozusagen der Stack wieder von oben nach unten abgebaut. Das heißt, ich habe so eine Struktur, ich habe eine Funktion und diese Funktion ruft sich selbst wieder auf. Und da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir irgendeine Abbruchbedingung und eine Wertveränderung dergestalt haben, dass die Abbruchbedingung greift, was eben bei der Fakultät das minus 1 war. Die andere Sache, was wir gesehen haben, das ist, ich habe eine Struktur und ich möchte in dieser Struktur irgendeine Funktionalität durchführen und diese Struktur hat in irgendeiner Form wieder Kindelemente, die von dem gleichen Typ sind. Ja, das war unsere Pfeilgeschichte. Und da hat man eben gesagt, ja, man arbeitet einfach einen Baum ab und dieser Baum wird eben durch diese Rekursion sehr, sehr effektiv abgebaut, ja, oder durchsucht. Und das wäre dann so eine Struktur, ich habe eine Funktion und ich sage pro Kindelement rufe diese Funktion nochmal auf. Ja, das wäre so der zweite typische Fall für eben Rekursionsaufrufe. Und den dritten, den wir uns angeguckt haben, ist, dass ich immer ein Pärchen habe in der Untermenge. Ja, also ich habe irgendwas und ich teile das jetzt in zwei Teile. Könnte man theoretisch auch in drei oder vier oder fünf Teile machen. Aber hier hätte ich jetzt genau die Situation, dass ich sage, ich teile es in zwei Teile und die Teile teile ich wieder in zwei Teile und so weiter und so fort. Ja, und das würde dann eben so aussehen von der Struktur. Ich habe eine Funktion und in dieser Funktion wäre jetzt ein Call auf die linke Seite und ein Call auf die rechte Seite. Ja. Und immer dann, wenn diese Funktionalität auf den Kindelementen, den Folgeelementen oder Unterelementen genauso ist wie für das Elternelement oder den Vorgänger, dann lohnt es sich darüber, Gedanken zu machen, eine Rekursion umzusetzen. So. Das war es jetzt im Großen und Ganzen zu dem Thema Rekursion. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen die Angst vor diesem Thema nehmen. Am Ende des Tages ist es auch einfach nur ein 1 zu 1 Durchiterieren von irgendwelchen Aufrufen. Es wird wohl selten der Fall sein, dass man irgendwelche neuen Rekursionen erfinden muss. Meistens wird es sich genau um solche Baumstrukturen handeln, die man durchiterieren muss oder durcharbeiten muss. Und wenn man das einmal kapiert hat, ich glaube, dann ist es nicht mehr so schlimm. Und ja, insofern wie immer dranbleiben und wir sehen uns beim nächsten Video.